gefragt, was ist ED-Chat? Ja, die Frage beantworten wir jetzt. Aber ich frage vorher, wer weiß denn schon, was Ad-Chat ist? Das ist gut. Das sind von, naja, das sind, ich breche es jetzt nicht ein Prozent um, also knapp 20% wissen schon, was Ad-Chat ist. Gut, wir haben, weil häufiger die Frage kommt, was Ad-Chat oder Ad-Chat.de oder ED-Chat ist, uns darauf vorbereitet. Also das heißt konkret, er hat mal ein Prezi gemacht in der freien Stunde und jetzt können wir das vorführen. Erstmal heißt nicht ED-Chat, sondern es heißt Ad-Chat, angelehnt an Education-Chat oder Educational-Chat, je nachdem, wie man das verbinden will. Und da sind wir dann auch schon bei den Wurzeln, aber auf die gehst du und Prezi auch ein, oder? Ja, ja. Dann fangen wir an. Alles. Also steht ja unten schon Twitter-Chat für Lehrende und dann kriegen wir nächsten Dienstag 2 neue. Mindestens. Die sitzen schon da. Der Jens macht ja schon mit. Sie sind auch Lehrerin? Nein, nicht wirklich. Aber Schüler können auch mitmachen. Es geht ja um Bildung. Ja, das kommt immer Dienstag, ne? Also. Das habe ich schon gelesen. Genau. Also Ad-Chat ist quasi so eine Art Mikrofortbildung. Allerdings jetzt nicht von der staatlichen Schulbehörde, sondern von uns. Aber wir sind mindestens genauso wichtig, ne? Wir sind immerhin verbeamtet, ja. Genau. Das ist Thorsten Labig, mein Name ist André Spang und unsere Twitter-Namen stehen unten drunter. Er heißt Herr Labig, so wie ihn die Schüler anreden, und ich heiße Tastenspieler, weil ich Klavier spiele. Und den Ad-Chat gibt es seit 10.09.2013 und er findet immer dienstags um 20 bis 21 Uhr statt. Immer. Immer, ne? Eigentlich immer. Wir hatten bislang 2 Wochen, glaube ich, nicht stattgefunden, das war über Weihnachten herum. Ja, stimmt. Und wir hatten sogar ein Special gemacht an Silvesterabend. Allerdings haben wir das dann ein bisschen verkürzt. War nur eine Viertelstunde lang. Man muss ja auch nicht übertreiben. Genau, es ist eine offene Lehrerfortbildung auf Twitter. Man braucht also einen Twitter-Account. Und dann kann man dem Hashtag adchat.de folgen und kann dann lesen, was geschrieben wird. Es gibt auch eine Blogseite. Adchat.de, da steht so, was wir machen und welche Themen wir beratschlagen. Es kam zu der Idee des Adchat, kam es folgendermaßen. Es gibt den Adchat tatsächlich schon wesentlich länger. Den gibt es in den USA und da treffen sich jede Woche, auch dienstags an 2 Terminen wegen der Zeitzone, Hunderte von Lehrern und unterhalten sich über Themen, die mit Schule zu tun haben und mit Lernen zu tun haben und mit Elternabend zu tun haben und mit Notengebung und was weiß ich. Und wir haben da immer mitgemacht. Das Problem ist nur, wegen der Zeitverschiebung war das sehr spät und wir waren dann morgens sehr müde. Und irgendwann habe ich den Thorsten einfach angerufen, mit dem ich schon immer ein Projekt machen wollte, und er mit mir angerufen, gesagt, Thorsten, ich habe eine fixe Idee, und eine Stunde später war alles schon geklärt und wir haben den ersten Ad-Chat am 29.08.2013 gemacht. Am 10. September 2000. Stimmt, am 29. haben wir es gegründet. Das ist das Video zu dem amerikanischen Ad-Chat, wie der entstanden ist. Man hört aber keinen Ton. Dann musst du vielleicht mal laut machen. Habe ich. Ja, die Box, die ist mal. Geht auch ohne Ton. Es wird eh nicht gesprochen, läuft nur eine Musik. Das sind die 3 amerikanischen Lehrer, die den Ad-Chat gegründet haben. Und so sieht das dann auf Twitter aus. Das sind die ganzen Tweets, das werden wir gleich zeigen. Und jeder kann natürlich mitmachen. Also vor allem auch nicht nur Lehrer. Bei unserem Ad-Chat machen tatsächlich Schüler mit. Nicht so viele, aber so eine Schülerin macht immer mit. Na, wo kommt die her? Ich weiß gar nicht. Die ist ja an der Berufsschule. Ja, ja, die macht mit. Und meine beiden Schülerinnen, die vorhin im Podium waren, die waren ja vor 2 Wochen mit mir in Berlin. Da haben wir ein Ad-Chat live gemacht aus der Microsoft-Zentrale zum Thema Coding, also Programmieren. Und da haben die auch mitgechattet. Und seitdem twittern die auch so ein bisschen. Und vielleicht habt ihr auch mal Lust, da mitzumachen, wenn ihr mal Zeit habt, dienstags. Das ist natürlich, wenn man einen festen Termin hat, muss man den jetzt umlegen, weil dienstags ist der Ad-Chat. Ne? Du hast ja auch deinen Termin umgelegt, deswegen. Stimmt. Es gibt nichts Wichtigeres. Also für Lehrer ist es wirklich eine tolle Sache, glaube ich. Man kann sich vernetzen, ganz viele Leute kennenlernen und man kann auch wirklich viel dabei, naja, lernen. Man kann so Gedanken andenken und dann weiterverfolgen. Das ist wie so ein Push eigentlich.
Soll ich immer noch weitermachen? Ja, gerne. Wie läuft der Ad-Chat ab? Also, das ist total, wie sagt man, partizipativ. Das heißt also, wir geben das nicht vor, worum das Thema sich dreht. Die Chatter machen am Ende des Chats einen Vorschlag. Die sagen jetzt zum Beispiel, wir wollen uns nächste Woche über Sinn und Unsinn der Hausaufgaben unterhalten. Oder was war noch ein gutes Thema? Inklusion haben wir immer wieder auf dem Tablett gehabt, ist nie gewählt worden. Nie gewählt worden, aber alternative Prüfungsformate genau. Ist gewählt worden zum Beispiel. Genau, und es werden also 5 Themen aus diesen Vorschlägen, meistens sind es so 8 bis 10, wir wählen 5 aus und die 5 geben wir zur Abstimmung und dann kann jeder im Internet darüber abstimmen und montags vor dem Chat, der ja dienstags um 8 Uhr ist, steht das Thema mit den meisten Stimmen fest und das ist dann das Thema des nächsten Chats. Und dazu entwickeln wir dann so 7 bis 8 Fragen und die twittern wir dann im 10-Minuten Abstand und darauf antworten die Leute im Internet dann. Ja, und genau, wir haben da noch so ein paar Gimmicks eingebaut. Wir übersetzen den ins Englische, das heißt nicht wir, sondern ein Englischlehrer irgendwo aus Bayern, der Phils Ripp. Und dann machen wir das bilingual, damit es auch weltweit gelesen werden kann. Und tatsächlich machen auch immer ein paar Amerikaner mit und ein paar Dänen, aus England, Dänen, Schweden, Polen, Polen. Tschechoslowakei hatten wir schon, Franzosen hatten wir auch schon, genau. Kanada, hier, USA. Ja, hier sieht man auf dem Blog, da wird über das Thema diskutiert. Und hier sieht man die Fragen, den Ablauf des Chats, wie das anfängt mit einer Begrüßung. Jeder stellt sich vor, so ähnlich wie vorhin in der Diskussion, ganz kurz, paar Schlagworte. Dann geht der Chat los. Und das ist TweetDeck, das braucht man tatsächlich. Das ist eine kostenlose Software. Wenn man Twitter hat, kann man das auch einfach im Internetbrowser aufrufen. Wenn man TweetDeck.com oder TweetDeck.com eingibt, dann kommt man da hin. Und dann kann man sich solche Spalten einrichten. Und eine Spalte ist dann die Ad-Chat-Spalte und da sieht man dann, was unter dem Hashtag getwittert wird. Ne? Also die Monika Heusinger, die ist heute auch da, die hat halt hier was geschrieben und dann unten in blau sieht man, an wen die das geschrieben hat. An Saskia Essen, die ist heute auch da und IQ-Beratung ist Christine Skupsch, ist auch da. Ja, genau, und das ist jetzt so eine kleine Unterhaltung. Man muss sich da so ein bisschen reintun. Also beim ersten Mal ist das ein bisschen chaotisch, aber wenn man ein, zwei Mal mitgemacht hat, dann geht's. Das Tempo ist hoch. Wir haben jede Woche zwischen 40 und 60 Teilgebern ungefähr. Letzte Woche war es mal ein bisschen weniger, aber manchmal sind es auch ein bisschen mehr. Und in einer Stunde gehen immer so ja, 600 bis 1000 Tweets über die Datenlinie. Genau. Dann gibt es ein Tweet-Protokoll, da kann man die Tweets also auch nachlesen, wenn man dienstags ausnahmsweise mal nicht kann. Und im Blog wird manchmal auch noch drüber geschrieben, der Thorsten macht oft auch sehr coole Vorbereitungsartikel, da kann man sich ins Thema schon mal einlesen, damit man auch vorbereitet in die Fortbildung geht. Genau. Und es gibt auch noch ein Wiki dazu, das erreicht man unter bit.ly@chat.de und da kann man auch alles nochmal, die ganzen Protokolle abrufen. So sieht so ein Protokoll aus, ne? Da sieht man also, welcher User das getwittert hat und man sieht den Text des Tweets und man sieht, wann der getwittert wurde. Wobei bei der Uhrzeit immer 2 Stunden draufgeschlagen werden müssen. Genau. Eine Kollegin hat auch immer solche schöne Plakate gemacht zur Auswertung des Chats. Leider ist sie jetzt beruflich ein bisschen stärker eingebunden, aber vielleicht macht sie es mal wieder. Jetzt mag man ja denken, was ist das für eine fixe Idee, chat.de braucht kein Mensch, ist das Kunst oder kann das weg? Es gibt tatsächlich einige Chats. In Amerika hat einer von den Chattern mal eine Liste gemacht, wie viele Chats es allein in Amerika gibt und das sind 300. Das heißt, eigentlich kann man jede Stunde in Amerika zu irgendeinem Thema, Themenbereich was twittern. Der hat die alle aufgelistet und man sieht an den Hashtags, um was es geht. Es geht um einen Social Media Ad Chat, um Ad Leaders Chat, also was für Direktoren. Es geht um Maker Chats und tatsächlich der deutsche AdChat.de ist so berühmt, dass die Amerikaner ihn in ihre Liste aufgenommen haben, was uns natürlich echt gefreut hat. Komm, Schulterklopfen. Ja, ja, Mann. Gut gemacht. Genau. Ja. Der Kollege, der hier sitzt, der hat mal ein Video über uns gemacht.
Das kann man auch hier sehen. Aber ich glaube, wir spielen es jetzt nicht ab, weil wir wollen, glaube ich, auch du willst noch was sagen und wir wollen noch ein bisschen diskutieren. YouTube. Ist auf YouTube. Das haben wir ja vor einem Jahr gemacht, ne, am OER-Camp, das morgen stattfindet, wo wir das auch nochmal erklärt haben und was wir uns da vorgestellt haben. Und dann haben wir auch mal ein Google-Hangout gemacht, wo wir auch nochmal erklären, wie der ganze Chat funktioniert und wie man, was man beachten muss. Also das ist das Video, was wir überspringen, und das ist der Google Hangout, wo wir erklären, wie der Chat funktioniert. Wir können nur sagen, einfach mal mitmachen. Es kostet nichts, es schadet nichts, und man kann ja dann selbst entscheiden, ob das was bringt. Ein, zweimal mitmachen, dann kriegt man, für manche ist das was, für andere ist es nichts, ne? Hier, wie es so ist. Genau. Man kann uns auf Facebook liken, dann kriegt man auch immer mit, welche Themen wiederkommen. Da gibt es eine Facebook-Gruppe, edchat.de auf Facebook. Und das war's. Genau. Jetzt kommt der Thorsten. Womit? Wir können mal die Twitter-Wall zeigen. Das können wir gerne machen. Also hier haben wir jetzt die ganz aktuelle Zeitleiste. Also ich habe hier jetzt drin sämtliche Beiträge, in denen ich irgendwie genannt werde. Und wichtig ist eigentlich hier dieses LearnLabCast und edchat.de. LearnLabCast ist das, der Hashtag für heute. Das heißt, ich verfolge, was bei dieser Veranstaltung läuft, mittels dieses Hashtags. Also hier sieht man Wiebke Ladwig, die vorhin moderiert hat. Also hier kann man ein bisschen verfolgen, was läuft. Und nebenan ist der edchat.de-Säule. Die lasse ich mittlerweile die ganze Woche offen, weil die Diskussionen zum Teil eben nicht nur die eine Stunde laufen, sondern es ist für, sagen wir, die Community um edchat.de herum ein Bereich, den sie das ganz, die ganze Woche über immer wieder aufgreifen, also auch Links zum Teil zu den Themen, die wir in den vergangenen Wochen hatten, da nochmal einstellen oder Rückblicke hier von unserem edchat von vor zwei Wochen. Es gibt auch Leute, die jetzt gar nicht vor Ort sind, die aber bei einer anderen Veranstaltung offensichtlich noch etwas Werbung gemacht haben für diesen diese Veranstaltung. Und hier kann man dann also tatsächlich immer mitlesen, was da so passiert. Und man sieht, das ist eigentlich schon eine Community, die sich sehen lassen kann. Also es ist nicht mehr nur ein Chat, sondern es ist mittlerweile eine ganze Community, die sich drumherum gebildet hat, die aber grundsätzlich offen ist. Das heißt, wir wollen neue Leute dabei haben. Wir wollen uns nicht im eigenen Saft wiederfinden und da dann so langsam vor uns hinschmoren, sondern wir wollen, dass mehr Leute mitdiskutieren, ihren Input geben, weil wir der Überzeugung sind, dass ganz viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten oder mit diesem Bereich konfrontiert werden, was zu sagen haben. Also wir glauben daran, dass Menschen mit Bildung zu tun haben, in einer gewissen Sinne auch eine Expertise in Sachen Bildung haben. Also Lehrer natürlich, aber zum Beispiel auch Schüler und Schülerinnen können sich zu Themen zum Teil sehr kompetent äußern, Eltern natürlich auch, immer im Rahmen dessen, was man eben zu einem Thema sagen kann. Ja, das wäre so mein Teil. Und vielleicht noch diese leere Spalte hier, Scheduled, die ist technisch nicht ganz uninteressant. Es ist so, wenn man zu zweit seine Veranstaltung moderiert und bis zu 1000 Tweets in der Stunde hat, ist es natürlich schwer, einen Überblick zu behalten. Und wenn jemand einen Überblick hat, sollten das die Veranstalter sein. Deshalb nutzen wir die Möglichkeit, die alle fest in die Stunde aufgeteilten Tweets auf Termin zu setzen. Das heißt, es gibt, wie zum Beispiel die TweetDeck-Software, die uns ermöglicht, einen Tweet so zu setzen, dass ich ihn jetzt schreibe und der wird dann übermorgen um zur bestimmten Uhrzeit rausgeschickt. Also die Fragen, die wir beim edchat.de haben, die werden vorher auf Termin gesetzt, damit wir tatsächlich in die Interaktion auch mit den Teilnehmern besser hineingehen können. Es hat eine Lernkurve, also wer es erstmal mitmacht, wird feststellen, dass er nicht alles wird lesen können. Also wer den Anspruch hat, immer alles lesen zu müssen, was in so einer Stunde vorbeiläuft, das wird nicht funktionieren. Wir hatten es aber schon, dass sich dann Leute sehr schnell auch in ihre Themen hinein begeben haben, also eine Diskussion um Bewertungssysteme, da gab es eine Nebendiskussion um Badges, also das sind so Aufkleber, die man im Internet bekommen kann für bestimmte Leistungen. Und die haben es dann eben noch einen Zusatz-Hashtag gegeben und haben dann quasi eine Nebendiskussion geführt. Da wir offen sind, hat uns das super gefreut, weil da ist ja was entstanden, da haben sich Leute mit unterhalten. Und das ist das Ziel dieser ganzen Veranstaltung. Wir wissen nicht, wo das auf Dauer hinführen wird.
Wir machen es jetzt seit einem Jahr, weil die Energie ist immer noch da, wir haben immer noch viel Spaß dabei. Und die Leute, die dabei sind, also es gibt viele, die sagen, dass sie sehr viel Input bekommen. Es gibt einige, die sagen auch, das Format überfordert mich total, ich finde da nichts, ich bleibe draußen. Aber das soll ja dann auch so sein, dass möglichst viele Angebote, möglichst viele Leute da sind. André, du kommst nach vorne, was hast du zu sagen? Immer nur so. Gut.